Ja, wir sind in Saarlouis und hier ist das Autohaus Cyrrhul, ein Seat- und Cupra-Händler. Cupra, die sportliche Marke von Seat. Wir suchen dich, Serviceberater und Serviceberaterinnen, Serviceassistentinnen und Assistenten, Kfz-Mechatroniker natürlich nicht zu vergessen, Reifenspezialisten und Fahrzeugpfleger und der Chef persönlich und die rechte Hand vom Chef, die stehen gerade neben mir und natürlich, der darf auch nicht fehlen, das ist wer? Der Elmo. Der Elmo, praktisch ja. So der Autohaushund. Ja, der zweite sogar. Womit wir direkt beim Thema wären, ihr habt ein ganz tolles Autohaus, Seat, im Moment in Saarwellingen, ihr macht ein zweites auf, hier mitten in Saarlouis, riesengroß, wir stehen gerade davor. Ihr sucht Leute? Ja, ein paar. Ein paar Leute, wir haben es eben schon gezeigt, ja. Das Ganze findet hier statt, hauptsächlich am Standort Saarlouis, man muss aber sagen, Saarwellingen ist nur ein paar Minuten weg. Genau, also ich würde sagen 10 Minuten, was sagst du? Ja, also wenn die Autobahn soweit frei ist, 10 Minuten Fahrtweg, haben wir unser zweites Autohaus. Wir suchen auch für beide Standorte noch Personal. Hauptsächlich natürlich hier, weil wir hier neue Standorte öffnen. Aber im Großen und Ganzen brauchen wir durch das stetige Wachstum auch weiterhin noch Leute für Saarwellingen. Hier ist Marc Cyrrhul, um dich mal kurz vorzustellen. Du bist der Chef, du hast das Auto gekauft. Ja, ich habe das gekauft. Genau, und du bist es schwer am Renovieren, denn große Neueröffnung ist am 3. November 2018. Genau, wir haben jetzt komplett auf CI umgestellt. Also CI einmal für Seat und dann natürlich auch für den Cupra-Standort. Und sind jetzt in einer Bauzeit von 3 Monaten dann durch, was meines Erachtens sehr anspruchsvoll und rekordverdächtig ist. Aber wir haben natürlich auch bestes Wetter. Und ich habe super Handwerker, einen super Generalbauunternehmer, die das Ganze dann dementsprechend auch komplett durchziehen, sodass wir in 3 Monaten fertig sind. Und dann hier eröffnen können. So, du bist Seat und Cupra Vertragshändler in Deutschland. Einer der wichtigsten, zumindest hier in Saarlouis. Der einzige für Seat. Nee. Der einzigste in Saarlouis, jawohl, das ist richtig. Spaß beiseite. Du machst das Ganze schon sehr lang. Ja, ich bin jetzt also 20 Jahre für die Marke tätig oder in diesem Konzern mit Seat dann als Marke. Und seit 7 Jahren halt selbstständig mit der Marke Seat. Wie viele Leute arbeiten da bei dir? Im Moment sind wir zu 39 Mitarbeitern, dann kommt meine Frau. 39. Da ist noch eine hier, ist nämlich die Janina. Wie kannst du denn, genau, die Janika, wie ist das zu beschreiben, so das Verhältnis von den Mitarbeitern? Das ist sehr familiär bei euch, kann man das sagen? Ja, also wir sind ein super Team, im Moment noch in Saarwellingen und schon mit den Startlöchern für Saarlouis. Wir sind alle super aufgeregt und hoffen, dass es bald losgehen kann. Und wir sind eine kleine Familie tatsächlich, eine große Familie mittlerweile schon. Das ging so schnell jetzt alles. Du bist seit 4 Jahren dabei? Ja. Die meisten Kollegen sind noch ganz frisch, das heißt, ihr wächst unglaublich, ja? Genau, ja, also das ist unfassbar, was die letzten Monate passiert ist hier. Genau, ich habe mal reingeguckt vor kurzem, ich war bei euch in Saarwellingen, ja, da stapeln sich die Kunden sogar teilweise, alles viel zu klein da drüben, gell? Ja, also da ist jetzt kapazitätmäßig am Ende, genau. Deswegen musste man ein bisschen größer werden und das ist jetzt sehr groß geworden. So, hier vorne steht es, ihr habt es schon aufgehangen. Wir sind hier wo ganz genau? Wie heißt die Adresse hier? Das hier ist die Fasanenallee 48 in Saarlouis. Wir sagen immer, das ist so die Verbindungsstraße der Automeile. Die Automeile wird ja an kleinen Wegen unterbrochen und wir sind dann der Mittelpunkt, wo die nochmal zusammenführt. Gut, das sehe ich auch. Das heißt, man biegt unten bei Burger King rechts ab? Beim Burger King rechts ab oder an der Aral-Tankstelle links ab und schon ist man in der Zufahrt. Genau, das eine ist die Wallerfanger Straße, das andere ist die... Ja, die Saarlouis-Straße müsste das sein. Die Metzer. Metzer, oh nein, Metzerstraße, Entschuldigung. Ich bin zwar nicht aus Saarlouis, aber du wirst der nächste hier Saarlouier werden. Das heißt, ihr habt denn der nächste 2 Standorte, hier ist einer. Wir gucken uns das mal ganz kurz an. Wir drehen nämlich noch ein zweites Video, wenn ihr wollt, könnt ihr das gucken. Da gehen wir nochmal ganz kurz durch die Baustelle durch. Es glänzt und funkelt hier so ein bisschen und ihr habt das in Rekordbauzeit jetzt gemacht. Ja, definitiv. Also wir sind erst 3 Monate insgesamt mit der gesamten Umbaumaßnahme dran und dann auch fertig. Und das schaffen wir auch. Ihr habt hier viel Platz? Wir haben jetzt Ausstellungsfläche hier von knapp 550 Quadratmetern und noch um 600 Quadratmeter Werkstatt und Gesamtfläche noch von 3.500 Quadratmeter vor dem Autohaus. Der Zustand optimal, würdest du sagen, für den Verkauf von tollen Seats und Cupras? Ja, perfekt. Sehr gut gelegen, autobahnnah und dann natürlich in der City. Und genug Platz, um alles überdacht zu zeigen. Warum sollte man bei dir arbeiten? Was macht, ich weiß, Eigenlob stinkt so ein bisschen, aber du darfst ruhig mal sagen, was machst du anders als andere? Ja, das ist eine gute Frage. Am besten fragt man das natürlich immer die Mitarbeiter. Ich kann nur dazu sagen, dass es mir jetzt schon leid tut, dass ich das Team eigentlich momentan in Saarwellingen auseinanderreisen muss, weil wir dort einfach wie eine Familie zusammengewachsen sind, auch die neuen Mitarbeiter. Und ich glaube, dass wir das Ganze schon dementsprechend auch bevorzugt über anderen.
Es ist einfach ein ganz anderes Arbeitsklima bei mir. Genau, wir sind mitten auf einer Baustelle, falls einer sieht. Hier, ich nehme an, Dialogannahme. Jawohl, das wird die Dialogannahme. Super, und hier rechts ist dann die Werkstatt. Oben finden wir uns, da gehen wir jetzt in die Werkstatt. Dort haben die ein paar Gewerke jetzt gerade Feierabend und trinken ihr Feierabendbier, wie das so am Bau üblich ist. So, ich halte mal nicht drauf, ja, denn ich sag mal, das Bier ist natürlich alkoholfrei, was hier getrunken wird, vollkommen klar. Aber es ist einiges zu tun. Ihr habt nach neuesten Gesichtspunkten hier nochmal renoviert. Ja, alles komplett auf den neuesten Gesichtspunkten der CI und auch der Vorgaben seitens des VW-Konzerns, was die neuesten Technik angeht. Vom Achsmessstand mit Fahrassistenzsysteme bis hin ganz normal zu dem ganzen Werkzeug, was man heute vorgeschrieben bekommt, dass der Hersteller bei uns alles abnimmt und wir alle Seat-Fahrzeuge reparieren können. Was ziemlich toll ist, ihr habt hier unglaublich viel Platz und viel Licht. Was zum Arbeiten natürlich toll ist, ist immer viel Tageslicht. Ja, das ist wichtig gewesen. Also da hat der Vorbesitzer hat da wirklich sehr gut gearbeitet. Wir haben sowohl große Eröffnungen in der Werkstatt, dass ordentlich Tageslicht reinkommt, und vor allen Dingen das Autohaus. Hier wurde definitiv nicht an der Front gespart. Wir haben eine Front von über 8 Meter Höhe. Und das ist natürlich für Tageslicht und generell für die Darstellung eines Autohauses und die Verkaufsfläche natürlich perfekt. Was auch ziemlich toll ist, die Farben kommen richtig zur Geltung, die Ausleuchtung von oben ist natürlich optimal. All das, du hast relativ klein angefangen, du bist eher einer, ich sag mal, erst langsam und dann mit Ruck. Ja, langsam und Ruck, also es geht halt nur, wenn man einen nächsten Schritt macht und dann vergrößert, und man kann da nicht das Gleiche noch einmal bauen, was man jetzt hat, sondern man muss dann schon einen Tick größer werden. Und die Immobilie hat halt leer gestanden und das hatte ich Angebote für unsere tolle Marke, die hier zu vermarkten an diesem Standort. Und dann habe ich hier keine Kosten gescheut und habe das investiert und habe das Autohaus jetzt gekauft und baue es um, dass wir eröffnen können. Du selbst bist ziemlich begabt handwerklich? Ich bin handwerksbegabt, ja, wie man jetzt auch sieht hier logischerweise. Ich bin ja auch in Baukleidung und unterstütze meine Gewerke so, wo sie mich gerade brauchen und wo man mit Rat und Tat zur Seite stehen kann. Gelernter Mechaniker und dann erst Kaufmann gemacht. Also die volle Dröhnung Autohaus, was geht. So, wir gehen noch mal kurz zu deinem Schild hin, dann beschreiben wir gerade noch mal, was wir suchen. Es lohnt sich nämlich, hierher zu kommen. Die Atmosphäre, wir haben uns dann direkt mal kennengelernt. Du bist jemand, der zunächst mal den Leuten halt mal Vertrauen schenkt, das muss man schon sagen. Du bringst Vertrauen entgegen Gut. Und du suchst gute Leute. Ja, wenn ich Vertrauen nicht entgegenbringe, dann kann ich die Arbeit gleich selbst machen. So denken viele Chefs, das bin ich nicht. Ich gebe gerne Arbeit weiter, gebe ab und schenke Vertrauen, sodass die Arbeit dann auch richtig Spaß macht und man sich entwickeln kann. Stimmt das? Ja, tatsächlich, das stimmt. Das gibt gerne Arbeit ab. Ich zeig das mal gerade. Ja, das ist aber wichtig. Das heißt, im Prinzip so nach dem Motto, die anderen können es nicht, da kann ich es auch gleich selber machen. Sondern ist natürlich klar, wenn ich es nicht selber mache, wird es anders. Aber es wird nicht schlecht. Nee, also alles gut. Wir sind, wie gesagt, ein super Team. Und Arbeit, die abzugeben ist, sollte man auch abgeben, damit man das, was man richtig gut kann und wo man die Leute richtig gut unterstützen kann, einfach zu 100% machen kann. Dafür haben wir uns, dafür vertrauen wir uns. Muss auch so sein. Und ja, der Elmo macht auch einen Top-Job. So, dann er hat den ruhigsten Job bei uns. Er hat den ruhigsten Job bei uns, ja. Auf jeden Fall. Ja, das spricht aber auch fürs Unternehmen. Also, wir suchen Serviceberaterinnen. Was haben die zu tun? Die machen klassisch die Fahrzeugannahme, egal ob das Service für generelle Regelinspektionen ist, als auch für Probleme, wenn an den Fahrzeugen was dran ist. Die Serviceassistentinnen assistieren quasi den Serviceberatern, machen den Empfang, machen die Telefonannahme. Dann der Kfz-Mechatroniker, ganz klar, der klassische Mechatroniker. Da ist es egal, mit welchem Abschluss und welche Vorkenntnisse. Alles männlich, weiblich, sagen wir mal direkt noch dabei. Und für uns gar kein Problem. Bei uns kann man sich fortbilden, weiterbilden. Also wir setzen hier nichts voraus, sondern bei uns kann man sich entwickeln. Der Reifenspezialist, da können sich die wenigsten was drunter vorstellen. Wir haben ein ganz, ganz tolles Reifenlogistiksystem am Standort in Savellingen. Und das ist nicht nur körperlich kräfteschonend mit Gorilla, mit Lagersystem, mit allem drum und dran, sondern hier kann man wirklich als reiner Reifenspezialist wunderbar arbeiten. Und hier suche ich nicht mal einen, der wirklich als Kfz-Mechaniker ausgebildet ist, sondern ganz klassisch einer, der vielleicht seit 10 Jahren im Reifenhandel arbeitet. Genau, im Reifenhandel arbeitet. Ne? Der Fahrzeugpfleger, was kann der? Also Fahrzeugpfleger haben wir schon ganz dubiose Angebote bekommen. Das will eigentlich so jeder dann machen, der eigentlich nichts gemacht hat bis dato und auch nie Autos sauber gemacht hat. Die stellen sich dann vor und haben selbst ganz dreckige Autos. Ist natürlich als Werbefläche dann ganz schlecht. Ne? Also Fahrzeugpfleger gibt es auch als Lernberuf. Und wenn man hier natürlich ein paar Jahre schon in dem Beruf gearbeitet hat, ist das auch wesentlich besser, Sven. So, jetzt kommt's. Also, wenn ihr da draußen das seht, ihr könnt euch bewerben. Ich hab einen Vorschlag. Du suchst ja natürlich nicht nur Leute, die arbeitslos sind, sondern Leute, die vielleicht einen anderen Job haben, vielleicht nicht so ganz zufrieden sind in dem Job, wo sie nicht so einen tollen Chef haben, gell?
Absolut. Ja. Absolut. Und wenn die sich jetzt bewerben und schicken so eine klassische Bewerbung raus, dann kommt die so am Eingang rein und da fängt das Kopfkino an. Die Ehefrau guckt dann so, sagst du, ah, kannst du doch nicht bewerben, weil im Saarland kennt ja jeder. Jeden, ja, aber das bleibt bei uns absolut vertraut. Also die Bewerbungen werden an meine Assistentin, die Frau Fuß, Janika Fuß, wenden und schicken. Und dann wird das auch bei uns auf dem Tisch intern bearbeitet. Das sieht maximal meine Frau, die Frau Fuß und ich. So, und dann bleibt das Vorschlag, Janika. Janika. Ja. Wir machen folgenden Deal. Wenn das jetzt jemand sieht, dann blenden wir jetzt mal eine Durchwahl ein von dir. Und die Leute sollen sich direkt an dich wenden. Die müssen auch keine schriftliche Bewerbung. Die können erstmal bei dir anrufen, können sagen, hier, ich kann das und das und da. Ich habe das Video gesehen. Und dann können die schon mal mit dir mal reden. Du kannst ihnen so mal ein paar Informationen geben, wo das ist, wo der Arbeitsort ist und so weiter und so fort. Und du garantierst, du wirst niemals den alten Arbeitgeber anrufen. Versprochen? Natürlich. Ist sowieso klar, aber ja. DSGVO und so weiter. Aber viele sagen dann, naja, im Saarland kennt jeder jeden. Dann sagt er, oh, guck mal hier, der Peter, wieso will der denn wechseln? Und dann ruft er vielleicht den alten Arbeitgeber. Sag mal, bist du nicht mehr zufrieden mit dem Peter? Das gibt's natürlich nicht bei euch. Nee, also, ist ja eine tolle Idee. Ja gut, aber Leute denken doch. Nee, ich sage, ich als Chef grundsätzlich nein. Also, ganz klar, Sven, geht für mich zuerst mal der Mitarbeiter. Ja. Was der mir sagt, ist erstmal vertraulich. Und der Chef, der würde niemals das Richtige oder die Wahrheit sagen. Ja. Also, entweder vertraue ich dann diesem neuen Mitarbeiter. Du machst dein eigenes Bild. Genau so ist es. Entweder vertraue ich dem neuen Mitarbeiter und er hat seine Gründe, die ich vielleicht auch für richtig finde, dass er wechseln möchte. Ja. Und dann bleibt das auch vertraulich. Und den Arbeitgeber, den vorherigen, habe ich noch nie angerufen, wirklich noch nie. Super, das ist nämlich ganz, ganz wichtig, dass wir das jetzt erwähnt haben. Das heißt, die können dich vorab auch erstmal anrufen, die können auch eine WhatsApp schicken. Wenn wir jetzt die Rufnummer hätten, das werden wir dann nochmal klären. Aber normal ist die Festnetznummer von dir, sag mal. Das ist die 06838 864 8816. In Saarwellingen, bitte noch einmal. In Saarwellingen, die 06838 864 8816. So, ihr könnt direkt die Janika anrufen. Die kann erstmal ein Vorabgespräch führen. Dann kann man ja mal gucken, wie das ist. Für wann sucht ihr die Leute? Also wir, schnellstmöglich. Die Leute sollen sich gerne jetzt schon melden. Wir haben Eröffnung am 3.11. und am 5.11. geht es sofort los. Okay, super. Also wenn ihr jemanden habt, ansonsten, wenn derjenige noch Kündigungsfrist haben soll, ihr wartet gerne auf gute Leute. Ja, das ist grundsätzlich kein Problem. Okay, also wenn ich gutes Personal finde und die auch 3 Monate Kündigungsfrist haben wir auch schon gehabt, dann beiße mir halt 3 Monate auf die Zähne und mache Überstunde, aber dann können wir guter Mitarbeiter dann nachher gewinnen. Super, hier ist Marc Zirol, Autohaus Marc Zirol GmbH. Er ist nämlich Cupra und Seat Fachhändler und er erweitert auf sagenhafte, ich habe die Quadratmeter jetzt nicht gezählt, aber auf ein Riesengelände, 4000 Quadratmeter in Saarlouis in der Fasanenallee. Ecke, was ist das hier? Zeppelinstraße. Zeppelinstraße, hier stehen wir hier. Und wenn Sie Lust haben, alle Informationen findet ihr nochmal im Text drin. Ruft an, bewerbt euch und ja, vielen Dank ihr beiden. Wir drehen jetzt mal das Video über die Baustelle, okay? Jawohl, wunderbar. Danke, Sven.